Na gut, wollen wir jetzt da gucken oder hier? Da sieht es ein wenig sicherer aus. Trinken wir mal schnell einen Geschwindigkeitstrank. Und gucken da lang. Ein toter Minecrawler. Aber hier waren wir garantiert noch nicht mit diesen komischen Bögen. Daran würden wir uns erinnern. Oh, da lebt noch einer. So, die Platten nehmen wir auch nochmal mit, auch wenn wir langsam mehr als genug haben müssten für Wolf. Da ist was hell. Und wieder Lava. Hopsen wir mal da runter. Das wollte ich so nicht. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ah, wir hätten den Geschwindigkeitstrank nicht trinken sollen. Der ist momentan doch recht hinderlich. Geht's hier irgendwo wieder raus? Ah, das sieht gut aus. Schön vorsichtig. Also, da kamen wir her. Jetzt gehen wir da vorsichtig an den Rand und springen jetzt rüber. So, hier ist ein Schalter. Aber der ist irgendwie so exponiert, als wenn es eine Falle wäre. Also wir könnten da hinten zu diesen Gittern gehen. Vielleicht ist da irgendwo ein Schalter, um die zu öffnen. Aber es wäre dann ärgerlich, wenn es der hier wäre und wir wieder zurücklaufen müssten. Weil ich würde ungern so viel über die Lava springen. Also probieren wir einfach mal den Schalter jetzt zu drücken. Und hoffentlich öffnet er die Gitter da hinten. Nein, 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 nein. Keine Lava, keine Lava. Oh, keine Lava. Okay. Sah ein wenig wie eine Falle aus. Dass halt irgendjemand, der in den Tempel eindringt, neugierigerweise einfach den Schalter drückt und dann stirbt. Aber haben wir wohl Glück gehabt. So, das Ding ist wieder hochgefahren. Aber diese Zeichnung deutet wohl an, dass wir damit das wieder runterholen können. Na gut, dann machen wir mal Licht. Mit einer Fackel ist es hier unten nicht so gut, da überall Wasser ist. Das scheint hier auch noch tiefer zu werden. Hey, jupp. Oh, da ist eine Zeichnung an der Wand. Und die Tür ist hinter uns zugefallen. Aber da rechts bei der Zeichnung ist ein Schalter und links ist auch noch einer. Gucken wir uns aber erstmal die Zeichnung an. Da sehen wir zwei Tore. Ein großes mit irgendeiner Gestalt drin. Und ein kleines verschlossenes. Und vor den Toren steht ein Mensch, umgeben von Minecrawlern. Na gut, Axt kann erstmal weg. Schauen wir mal, was der Schalter hier macht. Hören in einiger Entfernung Gitter aufgehen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mal gucken, was der andere Schalter dann macht. Wäre es ja einer von beiden eine Falle. Aber. Oh, vielleicht ist die Zeichnung da ein Hinweis. Der rechte Schalter wäre dann das Tor und der linke Schalter wäre ein Zugang für Minecrawler. Gucken wir mal. Selbst wenn Minecrawler sind ja nicht so gefährlich für uns inzwischen. So. Lauschen wir mal. Hören eigentlich nichts. Doch da, ganz entfernt, ein leichtes Rasseln von Gittern. Aber wo das jetzt sein soll, Aber gut, dann gehen wir jetzt zurück zu der Plattform, holen die runter und gehen dann auf die Plattform rauf und von da aus zu den Gittern, die ja jetzt hoffentlich offen sind. Und, wow, das sind wirklich Minecrawler.
Also war das Bild an der Wand eine Warnung. Aber wir haben definitiv ein Gitter gehört, das aufgegangen ist. Also hätten wir so oder so den Schalter drücken müssen. Na gut, das kommt alles mit. Gut, dass das Licht zu lange hält. Die Fackel wäre jetzt schon zweimal ausgegangen, wahrscheinlich. So, Schalter. Klick. Kaum habe ich es gesagt, verschwindet es. Na, super. Oh, da ist es wieder. Ja, Magie ist recht komisch manchmal. Ah, also. Und jetzt stolpern wir noch von dem doofen Ding runter. Ah. Nochmal runter, bitte. Danke. Und ich glaube, den Schalter müssen wir gar nicht drücken. Wir müssen einfach nur warten. Na gut. Warten wir. Diesmal halten wir uns am Schalter fest. So, da hinten sind die Gitter. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Der Sprung nach da ist zu weit. Das hier dazwischen runter? Nein. Heißt, wir müssen jetzt von hier aus auf den Block, dann auf den Block und dann da hinten rüber. Das wird doch nichts. Speichern wir mal kurz ab. Also gut, auf den Block da. Ah, das war knapp. So, dann auf den Block. Das war schon zu weit. Ups. Aber gut, von dem Block wären wir trotzdem nicht auf den da gekommen. Denn dazwischen ist eine Lücke. Wir können also nicht gerade hochspringen. Und zum weit rüberspringen, das ist zu hoch. Und das da ist zu weit weg. Kommen wir vielleicht hier irgendwo durch? Jetzt brauchen wir Mana, damit wir neues Licht zaubern können. So. Licht. Und jetzt gucken wir mal hier in die Nische, ob es da irgendwo vielleicht hochgeht. Oh, wo kommst du näher? Ganz ruhig, ganz ruhig. Jungs. Weg von dem Verrückten mit dem Zweihänder. Und er ist verbrannt. Ja, komm du auch her. Die sind ganz schön ungeschickt. Aber gut, uns soll's recht sein. Schnell die Heiltränke trinken. So. Die werden von da oben irgendwo gekommen sein. Ah, schön vorsichtig. Wir wollen nicht auch dran sterben. So, also wir wollten eigentlich nur hier in die Nische rein. So, und von hier aus geht das vielleicht weiter? Nee, ist zu hoch. Schade, sah ein bisschen so aus. Aber wir können hier wieder hoch. Das hilft uns aber auch nichts. Nee, wir werden irgendwo zurück müssen. Da sieht es zu steil aus. Also werden wir da unten über die Steine laufen müssen. Also erstmal hier rüber. Wow. Na komm, schnell. Das letzte Stückchen noch. Das ist aber ein Glückssprung. Den werden wir so nicht wieder hinbekommen. Ne, wir gehen jetzt über die Steine hier. Das ist ein bisschen sicherer. Hoffe ich zumindest. Oh, ja, sicher ist relativ. So, schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Und geschafft. Ah, ja, definitiv erstmal in einen anderen Bereich gehen. Denn, oh, da ist ein kleines Loch. Aber keine Lava, gut.
Ah, der Tempel hier hat es wirklich in sich. Also, da geht es wieder zu einem Schalter, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal einen neuen Geschwindigkeitstrank trinken. Und dann gucken wir, ob wir nicht irgendwie anders zu den Türen kommen. Denn wir hatten ja noch mehrere Gänge hier oben, die wir nicht erforscht haben. Also unten ging es auch noch lang. Da in der Seitennische. Genau, hier einfach lang. Zip. Kann man aber drauf? Ja, kann man. Okay. Oh, Ork. Da scheint ein kleiner Tempel im Tempel zu sein. Und das sieht mir irgendwie wie eine Brücke aus, aber die ist nicht ausgefahren. Hinten ist auch noch ein Bereich. Was haben wir hier? Das scheint zurückzuführen in den Bereich, wo wir gerade waren. Mit etwas Glück gibt es da eine Verbindung. Oh oh. Stacheln, super. Und dahinter gleich Orks. So, lauf, 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 lauf. Viele Orks. Da ist noch einer, da ist noch einer. So, überrumpeln wir den mal. So, dich auch gleich. Ah, der war schon verletzt. Na gut. Und hey, hier waren wir doch schon mal. Da unten sind wir gerade lang gelaufen. Und da unten lang war der Korridor mit dem Schalter. Komisch. Oh, was haben wir hier? Ja, wir waren halt definitiv. Hier haben wir schon eine Fackel fallen lassen. Wo sind wir hier? Ah, hier oben sind wir in dem Bereich, wo wir den ersten Tempelwächter getroffen haben. Also aus dem Sumpflager. Gucken wir mal hier unten lang. So, die Tür. Da hatten wir ja schon mal gesehen mit den zwei Ork-Statuen. Das sieht recht wichtig aus. Trinken wir erstmal noch einen Heiltrank. Dann schauen wir da doch mal lang. Oder kamen wir da gerade? Da kamen wir gerade raus. Ha. Okay, also hinter den Stacheln ist dieser große Lavasee mit dem Tempel im Tempel. Sollten wir uns für später mal merken. Und wo geht es jetzt hier lang? Zu einem Sektierer. Also, solange es nur einer ist, geht das ja. Oh, da ist noch ein Ork. Und das sieht ein bisschen so aus wie... Ja, wir haben einen Weg drumherum gefunden. Sehr schön. Da oben die Türen haben wir geöffnet durch den Schalter unten. Also durch einen der beiden Schalter unten. Oh, wir haben ihm nicht den Rest gegeben. Zack. Jetzt aber. So. Also, da oben haben wir die Türen irgendwie aufbekommen. Hier scheinen immer mehrere Räume zu sein. Und das Licht ist wieder aus. Ah, aber diesmal nehmen wir eine Fackel. Allzu viele Schriftrollen haben wir ja nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Eine Spruchrolle, ein Trank und Bilder von komischen Dämonen. Na gut. Soll das den Schläfer darstellen? So, hier geht's irgendwo lang. Hier sind noch irgendwelche Schlafgemächer. Oh, oh, da sind ja noch Zombies.
Oh oh, ich versuche mich gerade zu umkreisen, das ist gar nicht gut. Ja, wir hätten vorher einen Geschwindigkeitstrank trinken sollen. Weg, 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 weg. Gucken, ob wir sie abschütteln können. Ja, schaut gut aus. So, schnell Heiltränke. Geschwindigkeitstrank hinterher. Und nochmal das Ganze. Ja, genau, ihr beiden. So, ja, zwei auf einmal von denen können schon sehr gefährlich werden. Also wahrscheinlich kann selbst einer von denen recht gefährlich werden, wenn sie mal ein bisschen früher reagieren würden. Aber so können wir sie ja fast immer überrumpeln und umbringen, bevor sie ihre Waffe ziehen. Aber es sind halt Untote. Was haben wir hier? Tränke. Mehr Tränke. Eine Axt, die unserer recht ähnlich sieht. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Ah, aber die ist noch ein bisschen besser und sieht ein bisschen schicker aus. Das ist doch okay. Und noch mehr Tränke. Ah, davon kann man nie genug haben. Und eventuell ist hier auch irgendwas Besonderes dabei. Wir haben hier im Tempel ja schon mal besondere Tränke gefunden, wie den hier zum Beispiel. Ja, fühlen uns gleich wesentlich stärker. Sehr schön. So, hier ist... Oh, da ist ein Dämon. Und mehr aus dem Sumpflager. Die wir auch gleich vollständig erledigen sollten. Nicht, dass er uns gleich wieder in den Rücken fällt. So. Was haben wir jetzt hier? Ein Dämon. Noch ein Dämon. Das da hinten sieht auch gefährlich aus. So eine Knochen-Torbögen, das kann nichts Gutes bedeuten. Und wie diese komischen Schädel auf dem Boden. Hm. Na gut. Sehen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Noch ein Dämon. Aber erstmal hier drinnen alles säubern, bevor wir da rausgehen. Aber hier ist sonst nichts mehr. Na gut. Wo führst du uns hin? Zu noch einem Tempel. Oder Kapelle oder wie auch immer man das nennen möchte. Sieht auf jeden Fall wichtig aus. Genauso wie dieser kleine Tempel im Lavasee, wo wir nicht rankommen. Aber erstmal einen Heiltrank und dann speichern wir ab. LP 91.